Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mich mal wieder um meinen Zaun kümmern bzw. Vorbereitungen treffen für den Weiterbau meines Zaunprojekts. Ihr wisst ja, ich habe ja hier schon insgesamt knapp 80 Meter jetzt gemacht. Genau. Und ich habe ja noch 200 Meter knapp vor mir und deshalb möchte ich jetzt Vorbereitung treffen, um hier weiterzumachen. An der Seite, die ihr hier drüben seht, ich kann euch hier mal ein Stück rumdrehen. An der Seite steigt das Gelände. Das seht ihr, das seht ihr daran, dass ich den Zaun, ich sag mal, stufenförmig habe steigen lassen. So, und das Problem für mich war an dieser Stelle herauszufinden, an welcher Stelle steigt denn das Gelände wie viel, ja, um dann wirklich zu wissen, wie muss ich den Zaun setzen. Ich habe das dann alles mit einer Schlauchwasserwaage, ich hoffe, ihr wisst, was das ist, gemacht, um wirklich zu ermitteln, auf welcher Strecke der Zaun oder das Gelände um wie viel Zentimeter steigt. Das war aber eine richtige Mistarbeit, sage ich mal. Ja? Also das war wirklich nicht schön, das hat sich nicht schön machen lassen. Und deshalb habe ich nach einer anderen Möglichkeit gesucht. Und ich habe jetzt eine andere Möglichkeit gefunden. Und dafür habe ich mir mal was schicken lassen. Ich zeige es euch mal. Und zwar hat mir die Firma Dovot ihren Kreuzlinienlaser und den dazu passenden Nivellierempfänger zur Verfügung gestellt. Bevor ich euch jetzt aber erzähle, was hier alles in den Paketen drin ist, ja, was hier im Zubehör ist und die Daten zu den Geräten, würde ich sagen, ich packe das erstmal aus, baue es auf und wir machen erstmal einen Test, wie denn das Gerät funktioniert. Los geht's! So, ich habe das Gerät jetzt mal hier aufgebaut. Ja, der Empfänger ist an dieser Nivellierlatte, ja, an dieser Messlatte. Ich habe den jetzt mal auf 1 Meter eingestellt. Allerdings muss ich hier erstmal schauen, welches System ich nutze, ja, um hier voranzukommen, sage ich mal. Den Nivellierempfänger, den kann man hier in der Mitte einmal einschalten, ja, ganz normal. Dann hat man hier zwei Funktionen, einmal der genaue Strich, also die genaue Mitte und einmal einen Bereich, ja, wo man den Laser dazwischen haben kann. Also ich will ja einen genauen Strich haben, die genaue Höhe, und dann hat man noch einen Knopf, auf dem man die Lautstärke des des Piepens einstellen kann. Hier oben ist eine Libelle dran, ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal, wenn wir das Gerät einschalten, wo wir uns hier befinden. Das Gerät schaltet man übrigens ein über diese Sperre, die hier verbaut ist. Also macht man die Sperre raus, ist der Laser automatisch eingeschaltet. Und macht man die Sperre rein, ist er ausgeschaltet. Man hat hier auch eine Pulsfunktion, gerade für solche Sachen, wenn man bis 50 Meter nivellieren möchte. Diese Pulsfunktion, die verstärkt den Laser nochmal. Also der Laser wird heller und somit ist natürlich auch die Reichweite größer. Und ich würde sagen, ich stelle jetzt mal hier den oberen Laser ein. So. Und jetzt schauen wir doch mal, wo wir uns hier befinden, auf welcher Höhe. Mal sehen, ob wir den überhaupt kriegen. Ich glaube, ich muss den nämlich noch hochdrehen.
hatte zuerst die Pulsfunktion nicht eingeschaltet, da hat er es nicht erkannt. Jetzt habe ich die Pulsfunktion reingemacht. Jetzt erkennt er es auch. Aber es ist natürlich heute sehr windig. Das heißt, der Laser wackelt ein bisschen auf dem Stativ. Der geht ein bisschen hoch und runter jetzt. Aber da kann das Teil ja nichts dafür, sondern eher wieder mal das Wetter, ja, der Wind. Aber ich denke, das kriegt man hin. Ich möchte halt diesen Pfosten jetzt erstmal auf 1 Meter Höhe haben. So, jetzt habe ich hier die genaue Höhe, die ich haben will. Also hier habe ich jetzt 1 Meter Höhe an diesem Pfosten. Und das wird mein Referenzpfosten werden für alle anderen Pfosten, die ich jetzt messen werde. Und ich werde viel im Pfosten messen. Ja, einfach um zu wissen, was hier der Stand ist. Vielleicht messe ich sogar alle Pfosten. So, ich markiere mir jetzt hier an diesem Pfosten erstmal den Meter. Ja. Ich markiere mir das jetzt erstmal mit Bleistift und nachher nehme ich noch Sprühfarbe, also Markierungsspray, und mache mir die Striche dann noch wirklich mit Markierungsspray einen Strich dran, damit ich genau weiß, wo ist die Kante, also wo ist der Strich. So, ich würde sagen, jetzt gehe ich mal ein Stück weiter weg. Das hier war jetzt nur noch nicht so weit weg. Das sind ja 3 Meter oder so. Wir versuchen es mal auf 13 Meter. Und ich bin mal gespannt, ob das klappt. Könnte klappen, weil da hinten ist Schatten. Ich denke mal, ein größeres Problem wird es, wenn wir in die Sonne kommen. Dann schauen wir doch mal. Ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt hier ein ganz schönes Stück runter. Und zwar haben wir hier genau unsere Höhe. Auf 78 cm. Das heißt, das Gelände steigt von dort nach hier 22 cm an. Gut zu wissen. Jetzt messe ich nochmal die andere Seite. Im Prinzip da, wo ich mit dem Zaun jetzt schon bin, um mal zu wissen, wie ist der Unterschied von da nach da. Bis jetzt brauche ich ja hier gar nicht den 2. Meter eigentlich. Das kann ich ja wieder reinmachen. So. Das erstaunt mich jetzt allerdings ein bisschen. Hier sollen es 11 cm höher sein, das Gelände, als da drüben. Also ich hätte fast gesagt, glaube ich nicht. Aber ich würde sagen, wir messen das nachher einfach mal mit der Schlauchwasserwaage nach. Ja? Ich markiere das nachher mit Farbe, die entsprechenden Striche, und danach
nehme ich die Schlauchwasserwaage, die alte Variante, die ich genommen habe, und dann messen wir das einfach mal nach. Und danach fällen wir dann unser Fazit. Also, man kann sagen, hier auf knappe 13 Meter sind das. Funktioniert das Gerät schon mal? Also es zeigt, ja, es zeigt entsprechend an. Ich mache jetzt noch mal ein paar Punkte weiter und wir schauen mal, ob wir das alles so hinkriegen. Ob man die ganzen, ja, ob es überall erreichbar ist, der Empfänger, auch auf noch eine größere Distanz. Und danach messe ich alles durch, dann mache ich die Farbpunkte dran oder nein, ich mache erst die Farbpunkte dran. Und wir gehen dann mit der Schlauchwasserwaage durch, damit auch ich weiß, ob ich mit dem Gerät weiterarbeite oder nicht. Also würde ich sagen, weiter geht's, wir machen noch ein paar Punkte. Jetzt hätte ich euch bald vergessen. Kommt mit. Also wir stellen fest, bis hierher geht das Gerät auf jeden Fall schon mal. Jetzt muss ich einen Laser umstellen. Deshalb, ich messe mal kurz die Entfernung. Ich schreibe es mal kurz ab. Das waren jetzt 25 Schritte. Ein Schritt ist 80 cm, also 16 Meter, 20 Meter. Das waren 20 Meter und das Gerät hat noch funktioniert, also hat noch angezeigt, wie ihr auch hört. Wartet mal, ach, ich brauche euch ja nur hier ranzuhalten. Also wenn das Gerät außer Level ist, dann fangen die Laserstrahlen an zu blinken und er piept. Also man kriegt gleich eine akustische Meldung, du bist nicht mehr am Level, guck dir das mal an, was da los ist. Jetzt muss ich mal schnell schauen, dass ich mir das Level wiederhole, weil ich den Laser jetzt umstellen musste. Ja, ich muss ja jetzt auf die gleiche Höhe wiederkommen. Das heißt, ich gucke erstmal hier, wo wir uns hier befinden. Sogar 5 cm über dem anderen Strich. Das heißt, ich muss den Laser jetzt nochmal 5 cm runterdrehen und bin dann wieder auf dem Level, auf dem ich vorher war. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier den Zollstock davor stellen. So, sind hier mit dem Laserstrahl auf 109 cm und drehen den jetzt runter auf 104 cm. Und sollten jetzt wieder auf dem Level sein, auf dem wir vorher waren. Das passt. Ich würde sagen, ich mache noch ein paar und dann markieren wir und holen mal die Schlauchwasserwaage. Markierungsfarbe ist am Start, Pappe ist am Start und jetzt markieren wir doch mal die Pfosten, die ich gemessen habe eben. So, hier ist der Strich. Ich halte das oben drüber an, ja, die Pappe. Und dann gibt es eine Markierung und die Oberkante der Markierung ist immer genau der Strich. Ja? Wie gesagt, die Pappe deshalb, damit ich hier eine gerade Linie hinbekomme, sonst ist das ja immer wie punktförmig, hat keine scharfen Ränder, deshalb mit Hilfsmittel.
So, alle Markierungen sind gesetzt. Und ich würde sagen, ich hole mal die Schlauchwasserwaage, gucke mal, ob überhaupt noch Wasser drin ist. Wenn nicht, muss ich die erstmal laden. Und dann ziehen wir das hier mal durch mit der Schlauchwasserwaage und schauen, ob der Laser das gemessen hat, was er messen soll. So, ich habe meine Schlauchwasserwaage jetzt hier, für alle, die noch nicht wissen, was das ist. Das ist im Prinzip ein Stück Schlauch. Da sind am Ende sind hier zwei Röhrchen dran mit einer Skala. Ja, jedes Röhrchen mit einer Skala. Und dieser Schlauch ist komplett mit Wasser gefüllt, bis hierher, bis zu dieser Kante. Ja, hier kann man es erkennen. Das heißt, wenn ich jetzt beide Röhrchen auf ein Niveau bringe, sollte sich das Wasser ausgleichen. Das dauert immer ein bisschen, bis es auf einer Höhe ist. Ja, also ich könnte es jetzt so machen, ein bisschen provozieren. Allerdings muss man immer höllisch aufpassen, dass in diesem Schlauch kein Knick drin ist. Weil sobald irgendwo ein Knick drin ist, funktioniert das ganze System nicht mehr. Und ich habe jetzt auch hier das Problem, ich glaube, man muss die aber aufmachen. Natürlich muss man sie aufmachen, sonst kommt hier keine Luft dran. Also man macht die hier oben auf und dann pegelt sich das Wasser aus. Das Wasser muss immer auf einer Höhe sein. So, das dauert immer ein bisschen, dann geht das andere mal ein bisschen hoch. Ja, das gleicht sich im Prinzip ungefähr aus, dass es auf einer Höhe ist. Das heißt, wenn ich beide auf eine Höhe mache, müsste es jetzt bei ungefähr 10 sein. Bei einer Höhe von 10 oder 9, ja, 9,8 ungefähr. Ja, das ist nicht immer millimeterscharf. Ja. Aber so ungefähr ist es ein guter Anhaltspunkt, um zu wissen, welche Höhe hat was. So, der Nachteil an diesen Dingern ist, jedes Mal, wenn du sie brauchst, sind Luftblasen drin. Also wenn du die jetzt mal ein paar Wochen nicht benutzt hast, ich weiß nicht wie oder warum. Ich habe es eigentlich extra so hingemacht, dass keine Luftblase rein kann, aber es war eine Luftblase im Schlauch. Das heißt, du befüllst die jedes Mal neu. Ja, musst immer gucken, dass keine Luftblase drin ist. Dann hast du Knicke im Schlauch und dann funktioniert das nicht und dann nivelliert sich das nicht aus. Und das war der Grund, warum ich ja so einen Laser wollte. Und jetzt würde ich sagen, wir nehmen nochmal, ich habe es ja nochmal neu befüllt jetzt gerade, und wir nehmen uns jetzt nochmal die Zeit und nivellieren nochmal das mit der Wasserwaage aus, mit der Schlauchwasserwaage. Dazu habe ich hier zwei Gummibänder. Da mache ich die eine Seite an dem einen Ende fest und mit der anderen Seite gehe ich ans andere Ende und dann sehe ich genau, wenn ich es auf die Höhe der Striche mache, die ich vorhin mit dem Laser gemacht habe, ob das von der Höhe her passt oder nicht. Und ich würde sagen, genug gequatscht, los geht's. Und hier haben wir ja, hier haben wir 2 cm drunter, aber ich kann euch auch sagen, schon wieder, das Wasser läuft hier irgendwo raus. Also es war ja eben beides bei 10, ja, beides bei einer Höhe von 10. Und da müsste es jetzt auch sein, beides wieder eine Höhe von 10. Geht ja nicht anders mit dieser Schlauchwasserwaage. Ich habe jetzt hinten habe ich eine Höhe von 10, vorne habe ich eine Höhe von 8, ich kann es euch nochmal zeigen. Hier habe ich 8, es ist auch ein bisschen schräg, 8,8. So, wenn ich das jetzt hier hochnehme am Strich, ich mache wieder die 10 genau an die Strichoberkante. So, hier habe ich es einen halben Zentimeter unterm Strich.
Und hier habe ich es 2 cm unterm Strich. So, jetzt schauen wir noch mal. Ja, bis 1,5 cm unterm Strich. Ihr seht es auch schon wieder, sie nivelliert nicht richtig aus. Ja, also das ist immer so eine Schätzung. So, jetzt ist es beides auf einmal 1 cm unterm Strich. Also ich glaube, ich vertraue dieser Schlauchwasserwaage weniger, als ich dem Laser vertraue. Ich würde sagen, ich gehe noch mal an eine andere Stelle und lege die Schlauchwasserwaage noch mal dort an, weil mich interessiert es ja selber. Und dann treffen wir unser Fazit. So, ich habe die Schlauchwasserwaage noch mal an einer anderen Stelle befestigt. Und zwar einmal da und einmal da hinten an diesem Pfosten. Das sind ungefähr 15 Meter. Und dann schauen wir doch mal, wie es hier aussieht. So, hier ist es, wie gesagt, einen knappen halben Zentimeter unterm Strich. Ja? Und hier ist es knapp 2 cm unterm Strich. Also 1,5 cm Unterschied, aber ich glaube, irgendwas haut mit dem Druckausgleich nicht hin von der Schlauchwasserwaage, weil es tropft auch schon die ganze Zeit wieder hier an der Seite nicht. Doch, hier tropft es auch. Ich dachte, hier tropft es nicht, aber hier tropft es. Das heißt, das Wasser fließt hier raus. Also entweder ist meine Schlauchwasserwaage schlecht oder die sind alle so, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, so richtig dicht war die nie. Ja, hier läuft auch frei weg laufen die Tropfen runter. Da oben seht ihr es. Da. Also ich denke, wie gesagt, selbst wenn es jetzt ein Zentimeter Unterschied auf die 15 Meter wäre, für meine Zwecke würde das ausreichen. Also ich glaube aber eher, dass der Laser genauer ist, ja. Nur das mit diesem Ausnivellieren von dieser Wasserwaage haut nicht hin, von dieser Schlauchwaage. Also, ihr habt gesehen, der Laser macht genau das, was er soll. Ja? Diese 1,5 cm Abweichung auf 15 Meter, wie gesagt, laut Schlauchwasserwaage. Aber ihr habt es ja gesehen, das Ding tropft ja am Stück. Das heißt, ich gehe einfach davon aus, die nivelliert sich gar nicht ordentlich aus. Und die Abweichung war eigentlich geringer. Nur ich habe nichts anderes jetzt da, um das auszumessen. Ich habe kein Nivelliergerät, womit ich es jetzt ausmessen könnte, ja, oder ausnivellieren könnte. Wie gesagt, ich gehe davon aus, das ist wirklich sehr genau. Noch dazu, wie gesagt, muss man sagen, der Wind, der war beim Messen, beziehungsweise als ich das Gerät stehen hatte auf dem Stativ, du hast das ja richtig gesehen, dass der Laser sich auf und ab bewegte durch den Wind, der halt ihn angegriffen hat. Aber, wie gesagt, ich bin wirklich zufrieden. Ich habe jetzt die weiteste Strecke, die ich gemessen habe, waren knappe 41 Meter. Und zwar von dieser Zaunecke ganz hinten, da stand der Laser, bis da vorne, wo der
Schuppen aus Holz, also der Holzschuppen da beginnt. Dort stand ich mit dem Empfänger und das sind knapp 41 Meter und da hat das ganz genau funktioniert. Also wie gesagt, also gehe ich mal davon aus, dass mit den 50 Metern das haut auf jeden Fall hin. Über 40 sind es auf jeden Fall. Ja? Und jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir doch noch mal rein, was hier alles drin ist. Ihr seht es ja schon, hier steht ein Koffer jetzt vor mir. Der Karton steht da unten. Ja, also wenn ihr den Karton bekommt, ist als erstes mal ein Hartschalenkoffer dabei. Wie gesagt, auch keine billige Anmutung, sondern wirklich sieht sehr hochwertig aus, fühlt sich auch hochwertig an. Die Verschlüsse, die hier dran sind, die, ich habe erst gedacht hier, warum gehen die denn nicht auf, was sind da kaputt? Ja, die haben hier noch Sperren drin, ja, federgelagerte Sperren. Das heißt, man zieht die Sperre hoch und kann dann die Klappe öffnen. Das heißt, er kann sich nicht automatisch mal oder aus Versehen mal alleine öffnen. Ja. So, macht man den Koffer auf, seht ihr, dass da nicht nur der Laser drin ist. Also, es wird nicht nur der Laser geliefert, sondern es wird auch noch reichlich Zubehör mitgeliefert. Und ich würde sagen, ich hole euch noch mal ein Stück näher ran, dass ihr es mal ein bisschen genauer seht und erzähle euch dann was zu den einzelnen Komponenten. Und zwar habt ihr einmal in dem Karton oder in dem Koffer das Hauptgerät, ja, der Laser. Wie gesagt, das Modell nennt sich Dovo P4360G. Ja, das ist ein Vier-Ebenen-Laser. Das heißt, der hat zwei horizontale Laser, einen unten und einen oben, sowie zwei vertikale Laser, einen vorne und einen hier an der Seite. Das heißt, insgesamt kann man 16 Laserstrahlen erzeugen, ja, einmal rundherum vier Stück und das mal vier, also 16 Laserstrahlen. Wie gesagt, ein Vier-Ebenen-Laser. Der Laser, der hier unten ist, der eignet sich perfekt, wenn ihr irgendwo am Fußboden arbeiten wollt. Das heißt, wenn ihr den Laser auf dem Fußboden stehen habt und macht ihn an, dann habt ihr ungefähr einen Zentimeter über dem Fußboden eine Laserlinie. Ja, das eignet sich perfekt für Arbeiten am Fußboden, beispielsweise Fliesenarbeiten. Hier oben der Laser eignet sich halt perfekt für Arbeiten an der Decke. Wenn ihr an der Decke arbeitet und dreht den Laser ganz hoch bis unter die Decke, dann habt ihr einen Zentimeter unter der Decke einen Laserstrahl. Und das ist, denke ich mal, doch eine gute Sache. Ich hätte sowas bei meinem Bau gebrauchen können, denn der Makita-Laser, den ich benutzt habe, der hatte diese Funktion leider nicht. Also der hatte die Laserlinie ungefähr, ich glaube, 5 cm über dem Boden. Da hätte ich mir manchmal sowas gewünscht. Und man muss auch dazu sagen, der Makita-Laser, der war auch nicht genau. Der Laserstrahl ist an den Seiten hin abgefallen. Ja, der hat so wie so einen Bogen gemacht. War nicht viel, nur 1 cm ungefähr, aber trotzdem nicht wirklich genau. Und da verspreche ich mir von diesem Laser hier auf jeden Fall mehr bei solchen Arbeiten. Wie gesagt, diese Abweichung, die wir hier draußen hatten, die habt ihr auch mit Sicherheit in geschlossenen Räumen nicht, denn da ist es windstill. Ja. Dann habt ihr zudem wahrscheinlich auch meistens nicht diese großen Entfernungen von 40 Metern oder 30 Metern. Und da verspreche ich mir von diesem Laser noch eine viel größere Genauigkeit. Ja, der Laser wird übrigens hier ein- und ausgeschaltet, also hier ist die Sperre. So ist der Laser gesperrt, das heißt, die Laser sind fest und so sind die Laser offen, ja, also frei beweglich. Ja, wie gesagt, der Laser ist hier selbst nivellierend, ganz klar. Der Laser besitzt eine doppelte Pufferung. Das ist natürlich gerade auf Baustellen besonders geeignet, denn er ist dadurch besonders schlaggeschützt. Das heißt, wenn er mal runterfällt, was ja im Bau immer passieren kann, dann ist er nicht gleich kaputt, sondern funktioniert nach wie vor. So, das Gehäuse ist IP54 geschützt, also Staub- und Spritzwasser geschützt. Natürlich immer von Vorteil, wenn man sich irgendwo auf dem Bau bewegt, immer staubige Umgebungen hat. Ja, da wäre es natürlich nicht gut, wenn hier in die Laser Staub reinkommen würde. So, dann ist die Kernbaugruppe von dem Gerät, hat eine doppelte Gummipolsterung. Ja, wie gesagt, auch nochmal speziell schlaggeschützt oder schlagabsorbierend. Das Gehäuse ist auch wirklich sehr hochwertig verarbeitet. Ja, also ich sag mal, wenn du nicht wüsstest, dass es ein chinesischer Hersteller ist, du hättest zwei Geräte vor dir, du würdest
ein Qualitätsunterschied von der Anmutung her zu einem Bosch- oder Makita-Gerät auf jeden Fall nicht feststellen. Ja? Wie gesagt, hier ist keine scharfe Ecke, keine Kante irgendwo dran. Du wirst es nicht sehen. Also dieses typische Bild von chinesischen Geräten, was man so im Kopf hat, das kannst du hier komplett streichen, weil du wirst es einfach nicht feststellen. Den Link zu den beiden Produkten, also zu dem Laser und zu dem Empfänger, stelle ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Wobei, ich glaube, ich hatte es schon gesagt, der Empfänger ist derzeit über Amazon nicht verfügbar. Ich gehe aber davon aus, das wird schnell geändert und ist bald wieder da. Aber wie gesagt, der ist verfügbar, ja, und deshalb Links in der Videobeschreibung. Auch ich habe diesen Empfänger direkt aus China bekommen. So zumindest meine Kontaktperson, ja, von der Firma Dovo. Die hatte geschrieben, müssen wir dir direkt aus China zusenden. Kann ein bisschen dauern, habe ich gesagt. Okay, warte ich sehr gerne, na klar. Das Teil war nach 3 Tagen da. Ich kam von der Arbeit, lag ein Paket auf dem Hof. Ich konnte es nicht zuordnen. Habe ich es aufgemacht. Wie gesagt, war der Empfänger schon drin. Also entweder war er doch irgendwo noch in einem deutschen Lager verfügbar oder es war ein sehr, sehr schneller Versand aus China. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das die Aussage meiner Kontaktperson. So, kommen wir nun nochmal zum Zubehör, was bei diesem Laser dabei ist. Also der Laser wird zum einen oder kann zum einen durch Akku betrieben werden. Ja, dann kommen die Akkus hier rein. Und zum anderen aber auch direkt über Strom, über USB-C. Und zwar ist dann hier an der Seite ist der USB-C-Empfänger, wenn mal die Akkus leer sein sollten oder was und man hat Strom in der Nähe, kann man ihn auch direkt über Strom betreiben. So, was ist dabei beim Gerät? Beim Gerät sind dabei 2 Akkus, ja, 2 Stück. Dann das entsprechende Ladegerät für die Akkus. Als auch USB-C-Kabel. Und Netzteil. Also wie gesagt, alles dabei, um das Gerät zu betreiben, auch wenn mal kein Akku vorhanden ist. Dann haben wir dabei eine Fernbedienung, denn man kann das Gerät über eine Fernbedienung ein- und ausschalten. Weiter haben wir dabei eine entsprechende Halterung, eine Klemmhalterung. Und da muss ich sagen, die ist wirklich massiv, die ist richtig schwer. Ja? Und die kann man, zum einen kann man hier diesen Schlitten verschieben, ja? So, und zum anderen kann man hier diese Klemme verstellen. Dazu muss man das nur hier reindrücken und kann dann diese verschiedenen Positionen anfahren, sodass man je nach benötigter Klemmbreite das verstellen kann. Und zusätzlich kann man noch, wenn das Gerät hier draufgeschraubt ist, kann man diesen Schlitten noch hoch und runter fahren. Also ihr seht, vielseitig verstellbar das Teil und wie gesagt auch wirklich hochwertige Anmutung, sieht nicht billig verarbeitet aus. So, als nächstes haben wir dabei eine Laserkarte, um den Laser noch besser zu sehen. Ja, wenn man das irgendwo über eine größere Entfernung hat und sieht den Laser so nicht mehr mit den Augen an der Wand, da kann man diese Karte nehmen und dazu diese Brille. Denn dann sieht man den Laser besser, ja, beziehungsweise man sieht ihn wie verstärkt. So, dann hat man hier noch einen Adapter dabei. Da weiß ich zwar gerade nicht, wofür der ist, aber ich kann mir nur so vorstellen, wenn man jetzt beispielsweise ein Stativ hat mit einer größeren Aufnahme. Ja, da gibt es ja verschiedene Aufnahmegrößen. Viele Stative haben diese kleine Aufnahme, aber scheinbar gibt es auch welche mit der großen Aufnahme. Dann hat man hier diesen Adapter und kann das Gerät auch auf ein großes Stativ schrauben. So, als nächstes haben wir noch, was ich auch ein cooles Gimmick finde, kenne ich so noch nicht, habe ich so noch nicht gesehen, einen Miniatur-Scherenhubtisch. Wenn man das Gerät jetzt irgendwo fest auf dem Tisch stehen hat und möchte dennoch irgendwo ein bisschen die Höhe regulieren, kann man das hier über diesen Tisch machen. Finde ich ein feines Gimmick, wie gesagt, so noch nicht gesehen, ist voll aus Aluminium. Coole Sache. Aber was ich wirklich am besten, also was heißt am besten finde, aber was ich wirklich sehr gut finde und das hat mich selber überrascht, weil das habe ich selber nicht vermutet, ist die Bedienungsanleitung, so rum, in vielen Sprachen. Also ich hatte erwartet, ich kriege hier eine Bedienungsanleitung maximal in Englisch und Chinesisch, ja, aber
ihr sehen könnt. Multilanguage. Wir haben hier Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch. Genauso ist es übrigens auch beim Empfänger. Da ist auch die Bedienungsanleitung entsprechend in den gleichen Sprachen vorhanden. Und das finde ich doch schon mal gut. Ja, wie gesagt, habe ich so nicht erwartet. So, nochmal kurz zum Gerät selbst. Hatte ich eben noch nicht gesagt. Das Gerät, ich mache mal den Akku rein, hat hier oben drei Knöpfe. Das ist der Powerknopf, wobei der Powerknopf, den braucht man eigentlich gar nicht so wirklich, weil man schaltet das Gerät hier ein. So. Und wenn man das Gerät hier entsperrt, ist es automatisch eingeschaltet. Das heißt, das ist nicht der Einschalter, sondern im Prinzip ist das nur der Knopf für die Pulsfunktion. Also das Gerät hat eine Pulsfunktion, das kann den Laser somit verstärken, um mit dem Nivellierempfänger den Laserstrahl besser finden zu können. So, wie ihr auch vielleicht gerade schon gemerkt habt, der Laser kann auch blinken und piepen. Also ihr kriegt ein akustisches und visuelles Signal, wenn es sich nicht mehr selbst ausnivellieren kann. Das heißt, wenn ihr über diese 5% Schräglage kommt, dann sagt euch der Laser, hier stimmt was nicht, guck doch mal, ich bin nicht mehr nivelliert. Ja? Und das finde ich auch super, weil dann weiß man gleich, da muss man nachgucken. Wäre jetzt blöd, wenn es jetzt immer noch ganz normal leuchten würde und man würde es vielleicht gar nicht mitkriegen, dass es nicht nivelliert ist, dann würde man schräge Wände und Decken bekommen. Ja? So, also, ich mache mal wieder aus, damit er hier nicht piept die ganze Zeit. Ihr habt dann hier oben noch eine Akkustandsanzeige. Dann habt ihr zwei Knöpfe für horizontale Laser und vertikale Laser. Also ihr könnt hier die horizontalen Laser ein- und ausschalten bzw. durchschalten und hier die vertikalen Laser. Ja, ihr könnt alle vier Laser gleichzeitig anhaben, ihr könnt nur die horizontalen Laser anhaben, ihr könnt nur einen horizontalen Laser oder einen vertikalen Laser anhaben, wie ihr wollt. Ja, also wie gesagt, das nochmal zum Gerät selbst. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir nochmal zum Nivellierempfänger. So, beim Nivellierempfänger ist im Prinzip, ist nicht viel dabei im Paket, alles was nötig ist. Ihr habt hier einmal den Empfänger an sich. Der hat hier oben eine Libelle, da könnt ihr nochmal schauen, seid ihr in Waage oder nicht. Ja. Dann hat er hier den Empfänger für den Laserstrahl, also über diese Dioden wird der Laserstrahl empfangen und somit kann das Gerät sagen, ich muss hoch oder runter. Dann habt ihr hier drei Knöpfe, einmal den einen Ausschalter, einmal die Lautstärkeregelung, wie laut das Gerät piept und einmal einen Knopf für die Genauigkeit. Ihr habt hier einen Feinmodus und einmal einen Grobmodus. Der Feinmodus ist dann plus minus 1 mm und der Grobmodus plus minus 3 mm. Ja, für den Außenbereich hier reicht also der Grobmodus aus, weil hier brauche ich es nicht auf einen Millimeter, hier reicht es mir im Prinzip auf einen Zentimeter. Ja. Dann habt ihr hier oben noch zwei Magnete, ihr könnt das Gerät also irgendwo an Metall pappen und es hält automatisch. Ja. Ja, wie gesagt, hier hinten Batteriefach, ganz klar. Und dann habt ihr dabei, wie gesagt, die Bedienungsanleitung, schon gesagt, in allen Sprachen, wie auch der Laser selbst. Und eine entsprechende Halterung, ja, eine Klemmhalterung, die ihr hier aufdrehen könnt mit dieser Schraube. Ja, könnt ihr den Klemmbereich verstellen. Bis zu einer Größe könnt ihr das öffnen von 8 cm. Ja, und diesen Klemmhalter könnt ihr entsprechend hier ans Gerät machen und habt hier entsprechend dann die Höhe. Also wenn die Höhe hier auf dem Strich ist, also genau passt, dann ist hier die Höhe im Prinzip an der Messlatte oder irgendwo, wo ihr es halt dran habt. Ne? So, das Ganze wird in der Tasche geliefert. Ja. Und es sind noch dabei zwei ganz normale AA-Batterien. Ja. Und das war es auch schon. Mehr ist hier nicht dabei, mehr braucht ihr aber auch dafür nicht. Ja. Wie es funktioniert, habt ihr eben schon gesehen. Also würde ich sagen, kommen wir nochmal zum Fazit.
Also wenn ich mir anschaue, was ich für den Preis, den das Gerät kostet, ja, wie gesagt, Preis sage ich jetzt nicht, guckt in die Links in der Videobeschreibung, da findet ihr den aktuellen Preis, denn ich weiß ja nicht, wann ihr das Video schaut, ja, bringt mir jetzt nichts oder bringt euch nichts, wenn ich euch den Preis von heute nenne, wenn ihr das Video in einem Jahr schaut und dann kostet es einen anderen Preis, dann bringt euch das ja nicht weiter. Also guckt in die Links in der Videobeschreibung und da findet ihr die aktuellen Preise. So, Fazit. Vier Ebenen Kreuzlinienlaser, Dowo P4 360G und Nivellierempfänger Dowo DR1. Lieferumfang, Verarbeitung, Materialqualität, Materialanmutung und auch Testgenauigkeit haben mich persönlich überzeugt, wirklich überzeugt. Ich werde auf jeden Fall meinen gesamten Zaunbau, ich habe jetzt nicht alles gemessen, sondern nur bis zur Hälfte ungefähr des Grundstücks. Hier vorne muss ich noch messen. Ich werde das Gerät auf jeden Fall dafür weiter verwenden und werde es auch, wenn ich die nächsten Aufgaben im Innenbereich mache, ich muss noch mein Treppenhaus machen, dazu muss ich die Treppe ausnivellieren, ja, wie ich die Fliesen setzen muss. Dafür werde ich das Gerät auf jeden Fall verwenden. Also ich denke, mit dieser Abweichung von 1,5 cm, die die Schlauchwasserwaage angezeigt hat, das haut nicht hin. Also wie gesagt, ich denke, das Gerät ist wesentlich genauer. Also eine Kaufempfehlung kann ich hier für die Geräte auf jeden Fall aussprechen. Ja, für das, was sie kosten, haben sie wirklich absolut überzeugt. Ich habe jetzt auch wirklich keine negativen Punkte. Ich habe geguckt, ich habe überlegt, ich dachte, du musst ja auch irgendwas Negatives nennen. Aber mir fällt bis dato, ist mir nichts aufgefallen. Wie gesagt, das, was es machen sollte, hat es genau gemacht. Ja. Ich weiß es nicht. Wenn euch was aufgefallen ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber wie gesagt, Kaufempfehlung auf jeden Fall. Schaut es euch an, wenn es euch überzeugt, holt euch das Ding. Wie gesagt, für den Preis macht er auf jeden Fall nichts verkehrt. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt fleißig und gesund und ciao.